Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part, Horizon Zero Dawn. Ja, beim letzten Mal. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Ist Aloy erwachsen geworden oder älter? Wir haben so gesehen, ihre... Dein Speer kann mit Blub Maschinenrüstung abschlagen, probier es an den Tanks-Attrappen aus, okay? Du kannst außerdem kleine Maschinen durch gedrückt halten von mit... Okay, in der Objektbeschreibung. Ah, so machst du einen kräftigen Schlag. Interessant. Ja, wir haben ihre Kindheit gespielt. Und sie ist erwachsen geworden. Denn sie hat trainiert, um... in einer Prüfung... zu gewinnen, dass sie die Möglichkeit bekommt, von den Urmüttern die Wahrheit zu erfahren von ihrer Vergangenheit. Ah, und hier kann man speichern. Ja, speichern wir mal. Wieso nicht? Bevor ihr noch irgendwas abhanden kommt. Kann das, denke ich mal, nicht schaden, wenn man das mal macht. Ja, wir sind nun auf dem Weg, Rost zu suchen, der anscheinend irgendwie verschwunden ist. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Ich muss wirklich sagen, es sieht einfach grandios hier aus. Bisher gefällt mir dieses Spiel wirklich ziemlich gut. Ich hoffe, es kann das Niveau halten. Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Ja, gute Frage. Aloy, du bist hier. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener. Den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor.
Okay. Ah, kann ich mich hier runterschwingen? Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Hui! Da ist nochmal ein Lagerfeuer. Ah, das sind Wegpunkte. Schnellreisen, genau. Hierhin könnten wir jetzt schon. Ja, wenn man sich die Karte mal so anguckt, wenn das alles ein Gebiet ist, wo man noch hinkommt, hier überall und hier das alles, das ist riesengroß. Läuferareal, Mutters Wacht, Plündererareal, Kautige Krater. Also da wird anscheinend noch einiges auf uns zukommen. Wird wohl ein langes Projekt. Aber ich freue mich. Wirklich. Es macht bisher wirklich Spaß. Und ich glaube, ihr werdet. Das Becken. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ah, mein Medizinbeutel ist voll. Das heißt, ich habe nichts mehr. Zum Einsammeln. An Medizin. Na gut. Ach, warte mal, genau. Ich habe mal ein bisschen herumgestöbert. Wenn man I drückt, kommt man ins Inventar. Und hier haben wir auch ja, unsere Fertigkeiten. Zerlege Ressourcen und Modifikation in 50% ihres Metallscherbenwertes. Erhöht die Chance, heute Knochen, Linsen und Herzen zu erbeuten. Okay, das muss ich als erstes dann nehmen. Okay. Schnellere Heilung. Locke mit Plupp im Werkzeugmenü einen Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt, der Aloy am nächsten und im Zentrum ihres Blickfeldes ist. Leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Drücke Plupp für einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt. Verwende beim Zielen Plupp, um die Zeit zu verlangsamen. Okay. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Das dürfte ziemlich praktisch sein. Das nehmen wir uns einfach mal. Beim Zielen während des Springens oder Rutschen verlangsamt sich die Zeit. Okay. Und stiller Schlag, Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Aha. Ich glaube, das könnte vielleicht auch nicht so verkehrt sein, aber ich glaube, erst einmal sind so die Kampfsachen besser. Das hier ist halt mehr für einen Nahkampf und schätze mal, das hier. Achso. Ich nehme mal das hier. Und einen hätten wir noch. Nämlich den noch.
Okay. Die Ausgestoßene. Ja, das bin ich. Hallo, wie geht's? Aber wenn sie, aber sie hat sich wirklich gemacht, ne? Ein kleines Kind. Ah, hier wird wahrscheinlich das Mutterherz, genau. Nee, ich glaube, da brauchen wir noch nicht hin. Oder sollen noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal ein paar Maschinen zerstören, würde ich mal sagen. Mutters Wacht, Mutters Herz, okay. Der Weg hier scheint näher dran zu sein, dann gehen wir mal da lang. Fallschirm, eine Stolperfalle, sammle Lohe von Läufern, sammle Metallscherben von Maschinen. Wir rennen einfach mal ein bisschen, dann sind wir flotter da. Oh, da oben sehen wir doch schon Gegner. Ein paar zu viele, glaube ich. Vor allem für einen Haufen. Wir schleichen uns mal ein bisschen hier rum und locken hier einen hervor. Oder wir gehen Rampage-Mode einfach drauf. Oder wir schleichen uns einfach ganz an dem vorbei. Weil ich glaube, die sind nicht so... Das sind keine Zielgegner, die wir gerade brauchen. Deshalb können wir, glaube ich, die erstmal... Gegner sein lassen. So, jetzt haben wir hier auch schon mal einen Schnellreisepunkt. Wunderbar. Wir werden es halt erstmal lieber... einzelne Gegner hervorzulocken mit denen hier. Okay. Da muss ich doch ein bisschen... Wie weicht man das hier aus? Wie macht man hier diese Rolle? Soll das hier jetzt ausweichen sein? Das ist einfach nur Rennen. Ja, okay.
Da muss ich, glaube ich, schon total durchnässt. Doch noch ein bisschen was lernen. Vor allem das Ausweichen. Das muss ich noch ein bisschen... Okay, die Scherben haben wir schon mal. Ich muss diese... kleinen Viecher da, also die... Ja, was heißt hier klein? Die Dinger da erwischen. Lauf um dein Leben. Au. Ich weiß immer noch nicht, wie man ausweicht. Vor allem brauche ich jetzt erstmal ein paar... Ich hab nichts dafür. Verdammt. Und immer schön leise. Das war nicht leise. Das war das komplette Gegenteil von leise. Oh-oh. Nein! Bleib weg. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts, okay? Schnell weg hier. Das brauche ich. Ich schlag sie ins Dorf. Los! Erstmal das hier aktivieren. Ey, was ist mit dir? Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu.
Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Ich tue, was ich kann, für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Okay. Ich konnte es doch noch herstellen. Aber wo? Feuerpfeile, genau. Okay. Und anscheinend sind wir jetzt erstmal wieder in Sicherheit. Die ganzen Viecher jetzt weg sind. Ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken, wie man... Oh, jetzt fängt es ja an zu regnen. Für mich. Richtig kämpft. Wie man ausweicht und allem. Oh, jetzt fängt es hier richtig an zu schütten. Ich glaube, der gute Tox sollte lieber mal irgendwo ins Dorf gehen. Sofern möglich. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Okay, da sollen wir hin. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht doch mal hier in so ein Dorf gehen? Achso, so ihr sollt mir auch noch hingehen, ne? Ich glaube, das machen wir erst. Dafür gelangen wir dann auch keine Ahnung, wohin. Ein Dorf? Wir werden sehen, wer diese Grata ist. Hallo, hier ist Aloy, nicht deine Schwester. Da ist ein Wildschwein. Wie wechsle ich die Waffen? Bist du da draußen? Wie wechsle ich... Nein. Ah, okay, damit. Brom, kannst du mich hören? Hört halt noch lauter, wenn hier überall so Viecher rumlaufen. Die ist da oben. Schön leise jetzt. Ich bin hier, Brom. Bist du da draußen? Ja, komm, da wirst du da hochkommen. Wie kommt
komme ich da hoch? Da muss ich doch irgendwie hochkommen, oder? Bitte, Brom, komm doch zu mir. Vielleicht über den Baumstamm hier? Nein, nicht runterfallen. Mensch. Ich habe keine Medizin eigentlich mehr. Bist du da draußen? Die lockt die ganzen Viecher auch noch auf einen, ne? Okay, wir müssen der Straße aber folgen. Brom, kannst du mich hören? Nein, kann er anscheinend nicht. Das hätte er wahrscheinlich schon längst geantwortet. Brom, bitte, hier ist Olara. Hallo Olara. Wie geht's denn so? Ich bin nicht Brom, also sei still. Wo muss ich lang? Anscheinend hier lang. Anscheinend ist der Partner gleich schon rum. Wir gehen noch zur Stadt. Oder Dorf. Wahrscheinlich eher. Ich hoffe, hier ist auch noch irgendwo ein Speicherpunkt. Als mein Name gegen den Berg flog, hast du ihn nicht zurückgeschickt. Du hast ihn im Herzen behalten. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Okay. Gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Finde ich auch. Okay. Wir gehen einfach mal den Hügel hier runter. Denn ja, ich will erst einen Speicherpunkt suchen und dann vorerst die Session beenden. Ich hoffe, wir werden nicht unbedingt groß gestört dabei. Wäre mir zumindest ganz lieb. Ja, ob ich jetzt jede einzelne Nebenquest und alles Mögliche mitnehmen werde, weiß ich noch nicht.
Ah, da drüben, genau. Das werden wir mal schauen, wie ich das Ganze handhaben möchte. Ich denke mal, so ein paar Sachen werden wir definitiv mitnehmen. Ob jetzt alles, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Speichere mal da. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Das war es erst einmal mit Horizon Zero Dawn für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann wohl ein paar Quests noch erledigen und ja, mal schauen, ob wir auch mit der Main Quest weiterkommen. Aber gut, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.